Sport verbindet. Und dieses Motto wird beim Sprint- und Hürdentag des OSC Berlin gelebt. Hier kommen alle Athletinnen und Athleten zusammen, um gemeinsam ihr Können unter Beweis zu stellen. Nicht nur die Sportlerinnen und Sportler vom OSC sind am Start, sondern auch Bundeskara-Parathleten aus verschiedenen Teilen Deutschlands. Ich glaube, die haben sich auch echt gefreut, hier teilnehmen zu dürfen und wurden echt gut angefeuert von allen, die zugeguckt haben. Für die Paraathleten ist der Wettkampf eine gute Möglichkeit, wichtige Weltranglistenpunkte zu sammeln. So auch für Laura Bobulla, die bei den 100 Metern und den 200 Metern für den VfL Wolfsburg an den Start geht. Heute bin ich sehr zufrieden, weil es meine Saisoneröffnung war und ich jetzt 4 Wochen im Trainingslager war. Und für die Bedingungen hier, da wir heute leider starken Wind hatten, das Wetter nicht ganz mitgespielt hat, war es aber ganz in Ordnung gewesen. Gutes Omen also für die Saisoneröffnung am kommenden Wochenende in Leverkusen und den anstehenden Grand Prix in Italien. Laura ist nicht nur deutsche Meisterin über die Sprintdistanzen, sondern auch im Weitsprung. Und um dieses Jahr den Sprung aus dem Nachwuchskader zu schaffen, gibt es einen ganz besonderen Ansporn. Ja, also wenn ich dieses Jahr über 4 Meter springe, dann muss meine Trainerin mit mir tanzen nach dem Wettkampf. Und darauf würde ich mich sehr freuen. Einen weniger zufriedenstellenden Saisonauftakt erlebt Janis Günther. Die Wetterbedingungen und vor allem der Wind machen ihm im Rennen zu schaffen. Zudem muss der 100-Meter-Sprint wiederholt werden. Die Lichtschranke der Zeitmessung war zu hoch für Günther und seinen Teamkollegen Florian Wehmeier. Wirklich nicht so zufriedenstellend, aber für den Beginn der Saison ist das noch okay und unter den Umständen. Doch die Saison geht für ihn jetzt erst richtig los. Das bedeutet Training, Training, Training. Und natürlich auch der ein oder andere internationale Wettkampf. Ja, das große Saisonziel ist zum einen der Grand Prix in Nottwil. Das ist immer ein großer Wettkampf, wo sich alle Rennrollstuhlfahrer aus der ganzen Welt treffen und wo man sich messen kann. Aber nicht nur für die Paraathleten, sondern auch für alle anderen Anwesenden ist der Sprint- und Hürdentag ein wegweisender Wettbewerb. Auf jeden Fall ein Start für die Athleten. Es ist noch nicht kein perfektes Wetter, aber es ist auf jeden Fall schon mal zu sehen, wo man ist und wo man hin möchte in der Saison. Und die hat ja gerade erst angefangen. Für alle Athletinnen und Athleten geht ein spannender Wettkampf zu Ende. Was am Ende aber wirklich zählt, ist die Gemeinschaft.